stellt euch eine Wand vor, wo sich schon mal jemand erhängt hat und wo man den Geist auch manchmal noch spuken sieht von diesen Menschen. Das hier ist an dieser Wand, dort oben hat sich jemand erhängt und manchmal in der Nacht oder auch tagsüber manchmal, wenn es hier besonders stark spukt, kann man seinen Geist dort oben noch baumeln, kann man noch dort oben einen Schatten baumeln sehen. Man erzählt sich, dass der Geist noch heute keine Ruhe findet, weil er seinen Selbstmord bereut hat. Aber das ist nur eine Geschichte dazu. Es gibt auch noch andere Geschichten, warum er keine Ruhe findet. Aber jedenfalls spukt es auch in dieser Schlucht hier. Der Geist von diesen Menschen spukt in dieser Schlucht. Mein Geisterdetektor zeigt jetzt nichts an, weil wir zu weit weg sind von der Wand, aber da kommen wir jetzt auch nicht weiter hin. Okay. Diesen Ort wollte ich euch nochmal zeigen, weil es könnte sein, wenn ihr dort mal hinkommt, dass ihr auch den Geist von diesen Menschen seht. Okay, dann bis zum nächsten Mal.